Swami Omkarananda, Wege zu Glück und Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit des Menschen. Wir sind Formen des unsterblichen, unvergänglichen Wesens. Wir sind Formen einer unzerstörbaren Wirklichkeit. Wir sind Punkte und Zentren unendlicher Wonne. Wir werden gehalten und gestützt durch ein unendliches Licht, das ebenso ein Licht des Bewusstseins ist. Die Idee, dass wir mit dem Körper vergehen, ist unannehmbar. Der Gedanke, dass das menschliche Leben die ganze Wahrheit darstellt, erweist sich als unwahr. Die Erfahrung und die höchste innere Wahrnehmung, die Entdeckungen philosophischer Erkenntnis und die Resultate einer leidenschaftslosen Forschung und eines tiefen Verständnisses, das gesamte Wissen, das die traditionellen Wahrheiten der Welt offenbaren, wie die Upanishaden, ägyptischen Priestertexte, die jüdischen und christlichen heiligen Schriften, westliche Philosophen der Neuzeit und letzte Forschungen der Wissenschaft erklären einmütig, dass wir den körperlichen Tod überleben. Für die forschende Intelligenz gibt es genug Beweise und Forschungsergebnisse, die die Wahrheit unserer Unsterblichkeit belegen. Es gibt Beispiele von Menschen, die den Tod besiegt und damit die Tatsache erhärtet haben, dass etwas den Tod Transzendierendes in uns vorhanden ist. Wer kennt nicht den großen griechischen Philosophen Sokrates, der seine Schüler in seiner Todesstunde, als er den Schierlingsbecher nehmen musste, ermahnte: Trauert nicht um mich, weint nicht, denn wir sind unsterblich. Nur diese Körperhülle allein wird abgelegt. Schon Jahrtausende vor ihm haben auf indischem Boden viele Hunderte den Tod besiegt. Es gab dort Menschen von glorreicher göttlicher innerer Schau und Erfahrung. Menschen von großer Leidenschaftslosigkeit und Reinheit des Herzens, furchtlos und kühn. Menschen, die jede Art Leiden auf sich nahmen, um die inneren Geheimnisse der Natur zu entschleiern. Menschen, die ruhelos nach der Lösung der Lebensprobleme suchten. Sie sind vor Zeiten schon in die Mysterien der Unsterblichkeit jenseits des Todes eingedrungen und haben am Ende ihrer Offenbarungen die Wahrheit entdeckt, die den Schlüssel des Lebens ergibt. Ihre Erfahrungen und Forschungen haben den Tod seiner Schrecken entkleidet. Ihre Verwirklichung und ihre Weisheitsworte zogen ihr ganzes Wesen ins Gebiet der Unsterblichkeit unseres inneren Seins. Ihre Bemühungen waren groß, und reich ist das Erbe an Erfahrung, das sie uns hinterließen. Reichlich sind die Anhaltspunkte, die sie uns gaben, um die Unsterblichkeit unseres Wesens zu demonstrieren. Die großen Männer der Upanishaden haben den Menschen nie anders gesehen, denn als Kind der Unsterblichkeit. Niemals sprachen sie von Kindern des Todes, und sie fanden auch keine Sünde im Menschen. Wo ihre Augen auch hinschauten, sahen sie das unsterbliche, unendliche Gottesbewusstsein. Ihre bloße Gegenwart bewirkte eine wunderbare Veränderung und Wandlung in den Menschen. Sie konnten nicht nur in sich selbst die Unsterblichkeit erkennen, sondern sie befähigten auch die übrigen Menschen, sich ihrer Unsterblichkeit bewusst zu werden. Schritt für Schritt haben sie einen Weg der Entwicklung gewiesen, auf dem wir zur Unsterblichkeit gelangen können. Es geht nichts verloren, wenn der Körper zerstört wird. Nichts geht verloren, wenn diese sterbliche Hülle unseres unsterblichen Prinzips wegfällt. Denn in Wahrheit und Wirklichkeit sind wir mehr als der Körper, den wir bewohnen. Es ist eine psychische Wesenheit in uns, die alle Formen körperlicher Vergänglichkeit überlebt. Ebenso ist in uns ein unsterbliches göttliches Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist absolut unabhängig von unserem Körper, unserer psychischen Wesenheit und der Welt.
Dieses unsterbliche Prinzip unserer inneren unendlichen Gottheit ist Gott selbst. Er ist die Quelle unserer unendlichen Wonne und unseres unbegrenzten Friedens. Er ist das unzerstörbare, ewige Prinzip in uns, das wir das Reich Gottes nennen. Die Upanishaden erklären, dass diejenigen, welche Gott in Erfahrung brachten, unsterblich sind. Wir müssen bewusst eins mit dem Vater im Himmel werden. Und der Vater im Himmel ist schon immer und überall bei und mit uns. Die Wohnungen des Himmels sind gegenwärtig, auch hier im Raum und direkt in unserem inneren Herzen, überall um uns herum, wo immer wir uns auch aufhalten mögen. Gott ist unsere eigentliche Kraft, unser eigentliches Leben und unsere eigentliche Schönheit. In ihm sind wir unsterblich, ewig, allmächtig, in vollständigem Frieden und ewiger Vollkommenheit. Somit gibt es zwei verschiedene Arten oder Aspekte der Unsterblichkeit. Der eine ist Gott, der als Atem in uns unsterblich zugegen ist. Und der andere ist die Wahrheit, dass die psychische Entität, das psychische Wesen in uns, beim körperlichen Tod nicht stirbt. Unsere Individualität wird nicht zerstört, wenn wir den Körper ablegen. Ziehen wir sämtliche heutigen Wissensgebiete heran, dann stellen wir wachsende Tendenzen fest, die auf die Unvergänglichkeit der Seele hinweisen. Die Resultate moderner Wissenschaft bringen uns der Tatsache immer näher, dass wir wirklich den Körpertod überstehen. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben britische Wissenschaftler wie Sir Oliver Lodge und Thomas Huxley nachgewiesen, dass wir den Körpertod überleben. Und einige Jahrhunderte früher schon wiesen einige Philosophen aufgrund logischer Argumentation auf ein Weiterleben hin, ganz abgesehen von spiritistischen Phänomenen wie Botschaften aus dem Jenseits, die uns glauben lassen, dass wir den Tod bewusst überstehen werden. Die menschliche Erfahrung des Lebens bringt vielerlei Probleme mit sich, liefert aber auch zahlreiche Tatsachen, für die es bisher keine streng wissenschaftliche Erklärung gibt. Wissenschaftliche Beweisführung gibt keine genügende Erklärung für die enormen Unterschiede im Charakter und Schicksal der Menschen. Rein biologische Erklärungen unter Berufung auf Erbfaktoren genügen da nicht. Viele moderne Wissenschaftler sind mit Recht auf diesem Gebiet sehr zurückhaltend. Die Wiederverkörperung im Licht der Religionen. Wenn wir auf unsere rein persönlichen Erfahrungen zurückkommen, gelangen wir zu der eindeutigen Schlussfolgerung, dass wir den Tod überleben. Es gibt eine ganze Anzahl yogischer und mystischer Techniken, mit denen wir imstande sind, uns vom Körper loszulösen. Und wir können auch sehen, was geschieht, wenn ein Mensch stirbt, sind sogar in der Lage, der Seele zu folgen, nachdem sie den Körper verlassen hat. Das ist die höchste Wissenschaft. Es ist die Wissenschaft der Erfahrungen unseres eigenen Lebens. Es ist die Wissenschaft des inneren göttlichen Bewusstseins, das so viele Geheimnisse für uns birgt, uns aber ebenso ungeheure Möglichkeiten enthüllt. Abgesehen von all diesen Beweisen über Unsterblichkeit haben wir auch Beweise für das Überleben nach dem Tod, aufgrund von Erinnerungen an vergangene Leben. In den frühen Zeiten eines Gautama Buddha war dies wohl leichter möglich. Der Buddha selbst war imstande, sich an ungefähr 50 frühere Leben zu erinnern. Und einige hundert Jahre später vermochte Pythagoras, dieser berühmte Geisteslehrer der Griechen, zwei seiner früheren Leben zu erkennen. Der Verfasser der Bhagavad Gita, Lord Krishna, sagte zu seinem Schüler Arjuna, dass er selbst sich der vielen Leben, die Arjuna schon hinter sich hatte, wohl bewusst sei und er ebenfalls um seine eigenen Inkarnationen wisse, während Arjuna keinerlei derartige Kenntnisse besaß.
Auch heute gibt es in der ganzen Welt Menschen, die eine Erinnerung an frühere Inkarnationen besitzen. Genaue Nachforschungen haben in vielen Fällen erwiesen, dass solche Erinnerungen an frühere Leben auf Wahrheit beruhen. Es ist also keineswegs glaubhaft zu behaupten, dass wir den Tod nicht überleben würden. Auch die Bibel enthält da und dort Aussagen, die sich auf das Überleben nach dem Tod beziehen. Auf eine Anfrage aus dem Jüngerkreis, ob nicht vor dem Erscheinen des Messias erst Elia wiederkehren müsse, wie von Propheten verkündet, wies Jesus auf Johannes den Täufer als den wiedergekommenen Elia hin, der schon gekommen sei, um dem Messias den Weg zu bereiten. Natürlich weisen auch solche biblischen Aussagen, die von der ewigen Seligkeit oder den ewigen Höllenqualen sprechen, auf ein Weiterleben nach dem Tod hin. Denn wie könnten wir, wenn wir den physischen Tod nicht überlebten, von Höllenqualen oder Himmelswonnen sprechen? Die alten wie viele neue Religionsformen haben die Aussagen über die ewigen Höllenqualen abgewiesen. Denn es erscheint widersinnig, dass wir nach einem Leben von 60 oder 70 Jahren, das nicht ganz frei von Sünde war, einer ewigen Verdammnis anheimfallen sollten. Die Vorstellung von der göttlichen Gnade und von der göttlichen Gerechtigkeit lässt sich mit der Vorstellung von ewiger Verdammnis nicht vereinbaren, da diese Annahme gegen jede Vorstellung von Gerechtigkeit und Liebe verstößt. Auch sagt uns die Bibel selbst, dass das Reich Gottes in uns ist. Was geschieht, wenn wir körperlich sterben, wo doch das Reich Gottes in uns ist? Wird dieses Reich selbst sterben oder zerstört werden? Natürlich nicht. Wie könnte es dann das Reich Gottes sein, das doch ewig, unzerstörbar, allvollkommen ist? Wenn es vollkommen ist, wie könnte es dann in die Hände des Todes fallen? Und wie könnte der Odem Gottes in uns mit dem Tod des Körpers zugleich weggefegt werden? So können wir uns von jeder Seite her überzeugen, dass etwas in uns ist, das unzerstörbar, das göttlich und vollkommen ist. In jeder Zelle unseres Wesens sind wir Kinder Gottes. Wir sind der Selbstausdruck Gottes durch die Formen und Erscheinungen eines unendlichen Gottbewusstseins. Die Aktivität unseres menschlichen Geistes und unsere körperlichen Erfahrungen bewegen sich an der Oberfläche, denn sie berühren das innere Reich Gottes in uns nicht. Sie können den Odem Gottes, der in uns ist, als den eigentlichen Lebenshauch, der uns von Gott eingeblasen wurde, nicht berühren. Diese menschlichen Erfahrungen bestehen nur so lange, wie unsere Unwissenheit in Bezug auf das Reich Gottes in uns weiterlebt. Auch besteht die Todesfurcht nur so lange weiter, bis wir dieses Gottesbewusstsein, das den Tod überdauert, erfahren. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir unsere Kenntnis in Bezug auf dieses innere göttliche Wesen erweitern. Es ist höchste Zeit, mehr Weisheit zu gewinnen, indem wir uns mit den religiösen Texten der Weltliteratur befassen, auch die erleuchteten Stellen der Bibel kennenlernen und die Weisheit, die diese enthalten, selbst in uns erkennen. Erfassen wir also dieses göttliche Bewusstsein von Unsterblichkeit, leben wir wie Wesen, die in Ewigkeit weiter bestehen. Erfahren wir Gott in unserem innersten Wesen. Wenn das geschieht, werden wir zu einem Meister über Leben und Tod. Wir haben als Faktoren und Ursachen der Angst vor dem Tod die Unwissenheit, das mangelnde Wissen bezüglich unserer ewigen Gottbeziehung gefunden. Dazu eine intensive Bindung an die körperliche Gestalt und ein zu starkes Hingegebensein an flüchtige Vergnügungen und Bindungen im Leben. Diese Unwissenheit gilt es zu überwinden, indem wir göttliches Wissen erwerben und uns im innersten Wesen vom Körper, den wir bewohnen, distanzieren. Unser ganzes inneres Sein und Wesen soll sich zu solch göttlicher Höhe und Macht erheben, dass wir bewusst
unsere Unsterblichkeit ergreifen und ein alles beherrschendes, allmachtvolles inneres Gottbewusstsein erlangen. Das Glück des innersten Bewusstseins. Parallel zum Problem der Unsterblichkeit liegt auch die Frage, wie wir glücklich werden. Die Upanishaden erklären, das Glück sei nur im innersten Bewusstsein und niemals in irdischen Freuden des Lebens zu finden. Augustinus drückt dieselbe Erfahrung nach einem langen, qualvollen Suchen so aus: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Ruhe, Glück und Frieden sind nur im Göttlichen zu finden. Besitz gewährt kein bleibendes Glück. Wirklich dauerhafte, ewige Freude liegt nur im inneren Bewusstsein des göttlichen Wesens. Das, was ewig und unvergänglich ist, trägt wahres Glück in sich. Was vergänglich, flüchtig, unbeständig ist, kann nie Träger wahren Glückes sein. Also sind unsere sinnenabhängigen Freuden keine wahren Glücksspender, weil sie von den Sinnen des Körpers abhängig sind. Das wirkliche Glück, das dauernde Glück, ist unabhängig vom Zustand des Körpers. Es ist tief in uns selbst, im Reich Gottes, in Gott in uns. Das innere Gottbewusstsein ist Träger des Friedens, der Ruhe, des Glücks und der Unsterblichkeit. Mancher unter uns ist imstande, sich von weltlichen Vergnügungen zu distanzieren und sich dafür geistigen oder mentalen Freuden hinzugeben. Einigen gelingt es, sich ganz den ästhetisch-künstlerischen Freuden zuzuwenden. Und es gibt auch solche, die sich selbst von geistigen und ästhetischen Freuden zurückziehen, um noch höhere Freuden zu suchen: die Freude göttlicher Hingabe und göttlichen Dienens und Opferns. Einige wenige ziehen sich sogar von all den genannten Freuden zurück und finden nur noch in der reinen Hingabe an Gott ihr Glück. Diejenigen, die ihre Freude aus einem kontemplativen, in Gott verwurzelten Leben beziehen. Die Formen von Freude und Glück sind sehr verschieden. Aber keine Form des Glücks ist dauerhaft. Keine bedeutet ein von allem unabhängiges Glück. Selbst das Glück des Philosophen hängt von seiner philosophischen Tätigkeit ab. Das Glück des sinnlich tierhaften Menschen hängt vom Zustand seiner Sinne ab. Die Freuden des Künstlers und Ästhetikers hängen von ästhetisch-künstlerischer Tätigkeit ab. Das Glück des Menschenfreunds kommt von einem Leben opferbereiten Dienens. Doch gibt es ein Glück, das von allem unabhängig ist. Und dies ist uns wesenhaft natürlich. Es ist die Wirkung des innersten Prinzips in uns, das ewig ist. Die größten Mystiker und weisesten Menschen, die höchsten Höhen geistiger Entwicklung erreicht haben, sind im Besitz eines dauerhaften, unvergänglichen Glücks. Ihre Freude kommt von einer dynamischen Erfahrung des göttlichen Bewusstseins. Wie aber können wir wissen, dass dieses Glück nun wirklich von allem unabhängig ist? Können wir denn auf unserer gegenwärtigen Entwicklungsstufe die Erfahrungen von weiter Fortgeschrittenen für uns beanspruchen? Im Phänomen des Tiefschlafs genießen wir eine besondere Art des tiefen Glücks, doch leider unbewusst. Am Morgen, wenn wir erwachen, wissen wir nur, dass wir gut geschlafen haben und dabei glücklich waren. Woher kommt dieses Glück im Tiefschlaf? Während des Tiefschlafs haben unsere Sinne nicht funktioniert. Wir haben weder Tee getrunken noch etwas Gutes gegessen. Wir hatten keine mentalen Freuden, weil der menschliche Verstandesapparat in Schlaf versunken war. Alle menschlichen Tätigkeiten sind im Tiefschlaf ausgeschaltet. Alle Möglichkeiten einer Verbindung mit den Sinnen unterbunden. Und doch waren wir glücklich. Also handelt es sich um ein Glück, das unabhängig ist von äußeren Gegebenheiten und Umständen.
Wir haben dieses innerste, tiefe Glück eigentlich durch Unwissenheit und eine Art Unbewusstheit erlebt. Dieses von allem unabhängige große Glück war abhängig vom Zustand des Tiefschlafs. Und nun gilt es dahin zu gelangen, bewusst dieses Glück des Tiefschlafs zu erlangen. Wie aber kommen wir zu dieser bewussten Erfahrung? Methoden zur Erlangung von Glück und Unsterblichkeit. Es gibt viele Methoden, die für uns möglich und allen zugänglich sind. Der Weg zur Unsterblichkeit ist zugleich der Weg zum unendlichen Glück. Denn Unsterblichkeit ist Glück und Glück bedeutet Unsterblichkeit. Alle Methoden, die wir angewandt haben, um zur Unsterblichkeit zu gelangen, sind auch Wege zum Glück. Da Unsterblichkeit einen unabtrennbaren Wesenszug des Göttlichen in uns bedeutet, ist auch Glück kennzeichnend für unser inneres Bewusstsein. Wenn wir Gott erkennen und in Gott sind, für Gott leben, Gott lieben, können wir gar nichts anderes als unsterblich und glücklich sein. Das höchste Prinzip in uns, die Seele unserer Seele, der Atem unseres Atems, das Licht unseres inneren Lichts, das Bewusstsein hinter unserem inneren Bewusstsein, ist die eigentliche Quelle, der wirkliche Träger der unendlichen Lebensfreude und überall zugegen. Die Steine, die wir als bloße Steine ansehen, können für uns unter gewissen Umständen im Gottesbewusstsein erglühen. Menschen, die wir für gewöhnliche Menschen ansehen, können im entsprechenden Blickwinkel als Träger des Gottesbewusstseins erlebt werden. Gott hat uns ja erschaffen und Gott ist auch in uns zugegen. Unser Hirte und Herr ist in uns. Unser Vater im Himmel befindet sich in uns selbst. Und in ihm sind wir schon vollkommen und voll Frieden und Freude. Hier in dieser scheinbar stofflichen Welt, diesem physikalischen Universum, wo unsere Erfahrung uns Leiden, Krankheit, Unglücklichsein vortäuscht, gilt es unter allen Umständen, in beständigem Gottbewusstsein zu leben. Doch müssen wir dazu bezüglich unseres inneren Verständnisses ganz in Gott verwurzelt sein, müssen die Herrlichkeit, die Macht und Kraft unseres wahren himmlischen Vaters leben. Jesus hat es getan, als er auf diesem Erdboden wandelte, einen physisch vergänglichen Körper trug und unter Männern, Frauen und Kindern tätig war und sein Werk vollbrachte. Buddha tat desgleichen, ebenso Krishna. Hunderte Heilige und Weise, Mystiker, haben dasselbe erlebt als Menschen göttlicher Verwirklichung. Nicht allein in Indien, sondern auch auf den Boden Europas gab es immer Menschen, die die Unsterblichkeit ihres inneren Wesens bewiesen. Es gab immer Begnadete, die solche Beweise auch anderen gegenüber, die weniger entwickelt waren, erbringen konnten. Da der unsterbliche Vater, der Quellgrund all unseres inneren Wesens, immer bei uns ist und nun die Zeit dafür reif ist, ergeht die Bitte heute an alle, Hoffen und Streben, Gefühle und Gedanken emporzuheben und vom erreichten Stand der Entwicklung auch den richtigen Gebrauch zu machen. Ziehen Sie also Nutzen aus dem Zustand der Entwicklung, den Sie bereits erreicht haben. Was immer Ihre Erfolge im Leben und Wirken gewesen sein mögen, diese sind nicht genug angesichts der Tatsache, dass wir Kinder des Höchsten sind und uns als solche bereits im Besitz der Unsterblichkeit und des ewigen Glücks befinden, indem wir als Miterben Christi, die Erben an allen unendlichen Schätzen des Vaters in uns sind. Denken wir nach über unser Leben, dann werden wir uns der unendlichen Kräfte, Wunder und Gnaden bewusst, die der Vater uns gewährt hat. Wenn Sie nun in Ihrem eigenen Herzen das Verlangen nach dem Glück und der Unsterblichkeit hegen, werden Sie wissen, wie man natürlicherweise vor der Möglichkeit des Sterbens zurückschreckt. Dann achten Sie bitte im eigenen Inneren auf die starken Impulse nach Vollkommenheit
und auf den Wunsch, das Göttliche zu erkennen. Beobachten Sie die wunderbaren Möglichkeiten der Intelligenz, welche die Wahrheiten des inneren Wesens erforschen möchte. All diese Vorrechte wurden der Schöpfung, die sich unterhalb der Menschheit befindet, nicht gegeben. Deshalb sollten wir alle Möglichkeiten und Gaben ausschöpfen und die Tatsache nützen, dass wir Menschen sind und damit fähig, zum Glück und zur Unsterblichkeit zu gelangen. Die Naturwissenschaften und die 6 Schritte zur Gotterfahrung. Wir leben heute in einer Welt, die von der Wissenschaft und Technologie und von den Ansichten der größten Wissenschaftler der Welt beherrscht wird, die in sich philosophischer sind als die meisten philosophischen Ansichten und geistiger als die Ideen der meisten geistigen Persönlichkeiten. Wir leben in wichtigen, entscheidenden Zeiten, im Zeitalter der Nuklearwaffen, des Fernsehens und anderer interessanter Entwicklungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, der Technik und der Industrie. Bewohnen wir doch das Universum Einsteins, ein Universum der Relativität. Wenn wir vermeiden wollen, durch die großen Denker der Welt in dem Sinne beurteilt zu werden, dass wir nur nukleare Riesen und ethische Kinder sind, müssen wir uns beeilen, unser Gemüt und unser moralisches Wesen zu verbessern. In Übereinstimmung mit dem Zeitgeist müssen wir zu innerer Größe heranwachsen, um dem irdischen Paradies, das die wissenschaftliche, technologische und industrielle Zivilisation für uns errichtet hat, zu entsprechen, indem wir durch Herz und Gemüt, Leben und Bewusstsein ein Himmelreich schaffen. Aus diesem Grund würde es ausreichen, sich nur zur Höhe eines Denkens zu erheben, das mit Leichtigkeit die Entwicklungen und Forschungen im Bereich der modernen Wissenschaft begreift und in intelligenter Weise auf die weitreichenden Konsequenzen dieser Entwicklung reagiert. Wir müssen vielmehr auch moralisch und geistig wachsen, auf dass wir in richtiger Weise von den Errungenschaften und Vorteilen Nutzen ziehen und alles verwerten, was die wissenschaftliche und technische Entwicklung uns zur Verfügung stellt. Es ist Zeit, dass wir über die Ergebnisse und Forderungen der neuesten Theorien auf dem Gebiet der Physik, der Biochemie und vieler Gebiete der modernen Biologie nachzudenken beginnen. Das neue Gepräge naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Die Zeiten Galileis und Newtons sind vorüber. Das Zeitalter der Wissenschaft, welches die religiöse Glaubenshaltung zu zerbrechen vermochte und für atheistische und materialistische Neigungen einen starken Rückhalt lieferte, ist zu Ende. Die größten unter den zeitgenössischen Wissenschaftlern sehen sich durch die Logik einer im wissenschaftlichen Bereiche spezialisierten Intelligenz aufgrund ihrer empfindungsmäßigen wie auch begrifflichen Erfahrung gezwungen, idealistische Dimensionen zu entdecken, die im menschlichen Geist ebenso vorhanden sind wie im Universum, das Gegenstand ihres Studiums bildet. Die neuere Forschung hat unsere größten Wissenschaftler zu Erkenntnissen geführt, die ihnen eine geistige Weltbetrachtung abnötigten, sodass sie heute vielfach idealistischer sind als die Philosophen und in ihren Ansichten psychologischer als viele der modernen Psychologen, ja sogar religiöser in ihrer Haltung als die sogenannten religiösen Menschen, ergriffener voll Erstaunen und Ehrfurcht als so manche aufgeschlossenen geistigen Menschen. Schon seit Jahrzehnten hat es sich gezeigt, dass der Materialismus in akademisch-intellektuellen Kreisen wie auch im öffentlichen Urteil zusammengebrochen ist. Dennoch ist es eigenartig zu sehen, dass in dem Zeitalter, in dem jede Hausfrau mit Dutzenden moderner Vorrichtungen umgeht, eine weit verbreitete Unwissenheit selbst unter Medizinern, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen und Politikern, Literaten und auch sonst wo herrscht. Ein umfassendes Wissen auf dem Gebiet der Astrophysik und den sich daraus ergebenden Konsequenzen würde uns klar machen, dass die Leugnung der Existenz Gottes
nun unmöglich und die Annahme der geistigen Bestimmung des Menschen notwendig geworden ist. Gerade die Grenzen, an die unsere moderne Wissenschaft stößt, sind eine großartige Rechtfertigung des geistigen Glaubens. Und die zeitgenössische theoretische Entwicklung gibt Rückhalt und Kraft für die geistige Wahrheit. Die Wissenschaft ist in sich selbst kein Feind religiöser Erkenntnis, Offenbarung, Erleuchtung und Erfahrung. Sie stellt sich vielmehr gegen die materialistische Einstellung, den Aberglauben und die aus der Mode gekommenen, festgesetzten Dogmen der Weltreligionen. Die Religion als solche kann durch die Wissenschaft nicht herausgefordert werden. Die Wissenschaft richtet ihre ernste Aufmerksamkeit auf die religiöse Erfahrung, um selbst Aufklärung über die neuen Entdeckungen zu gewinnen, die ihre Intelligenz jetzt und für die Zukunft voraussieht. Das Wesen der Materie. Die Materie hat in der Form, in der sie im vergangenen Jahrhundert verstanden wurde, aufgehört, Materie zu sein. Die Naturwissenschaft erkennt Materie heutzutage als eine Struktur von Energie, als einen Begriff im menschlichen Geist. Wenn wir einen Schritt weitergehen könnten, wenn wir unsere Intelligenz richtig anzuwenden verstünden und eine Kraft der Erkenntnis besäßen, die höher ist als die dem menschlichen Geist gegebene, würden wir die Wahrheit wiederentdecken, die im alten Indien schon ausgesprochen wurde, dass alle Materie eine Formulierung des Bewusstseins ist. Wenn also die Materie als ein Ausdruck, eine Formulierung, eine Konkretisierung des Bewusstseins erklärt wird, so liegt es nahe, die Welt des Bewusstseins zu erforschen, des Bewusstseins im Menschen wie in der Natur. Es bereitet uns keine besonderen Schwierigkeiten, das Wesen einiger der geistigen Grundwahrheiten genau zu erfassen, welche sich auf das Bewusstsein des Menschen beziehen. Wenn ein winziges, dem bloßen physischen Auge unsichtbares Fleckchen Materie eine so ungeheure Energie entfalten kann, dann fällt es uns leicht zu verstehen, welche unberechenbare und beinahe uneingeschränkte Energie im kleinsten Teilchen des Bewusstseins im Menschen vorhanden sein muss, wie auch in einem Bewusstsein, das der Ursprung und der Schöpfer der Materie ist. Das heißt, wenn jedes Atom, jedes winzige Teilchen ungeheure Energien in sich trägt, so liegt die Vorstellung nahe, welche unvorstellbaren Kräfte im Atom des Bewusstseins verborgen sein müssen. Die Wissenschaft erhebt Anspruch auf die Behauptung, dass ein einziger Tropfen Wasser die Energien enthält, welche imstande sind, ein 10-stöckiges Haus zur Explosion zu bringen. Welche ungeheuren, unausdenkbaren Kräfte sind dann erst in den geistigen Fähigkeiten des Menschen verborgen? Wenn die Materie in sich so machtvoll ist, um wie viel machtvoller ist dann das Bewusstsein, dessen bloße Formulierung die Materie ist? Biologisch hat der Mensch schon lange aufgehört, sich zu entwickeln. Jetzt steht ihm die mentale, moralische und geistige Entwicklung offen. Wenn wir den logischen Schriften der Entwicklung auf dem Gebiet der Biologie folgen und zur Stufe des menschlichen Individuums gelangen, finden wir, dass der Mensch im biologischen Sinne aufgehört hat, zu evolvieren. Wenn irgendeine weitere Entwicklung auf der Ebene des menschlichen Individuums stattfinden soll, müsste sie auf mentaler Ebene stattfinden, im Bereich der menschlichen Gefühle und Gedanken, in seiner inneren, mentalen und geistigen Natur. Der menschliche Geist verkörpert eine außerordentlich begrenzte Kraft und Selbstäußerung des Bewusstseins, von welchem er aber kein direktes Wissen besitzt. Ohne das Bewusstsein, welches seine beseelende Essenz und sein energiespendendes Wesen ist, kann der menschliche Geist weder denken, noch wissen oder sehen, noch in irgendeiner Weise sonst tätig sein. Das Bewusstsein ist in seiner Ausdrucksweise und seinen Funktionen unabhängig von den geistigen Fähigkeiten des Menschen, von Leben und Materie, während diese nicht ohne das Bewusstsein auskommen können.
Das Bewusstsein ist die Voraussetzung aller Manifestation und aller Erfahrung. Die Materie weiß nichts von dem Bewusstsein, ohne dass sie aber nicht existieren kann. Das Leben weiß noch weniger von dem Bewusstsein, das die Grundlage seines Wesens ist. Der Geist des Menschen vermeint, das Bewusstsein zu kennen und erklären zu können. Aber er vermag weder etwas Direktes darüber auszusagen, noch kennt er dessen eigentliches Wesen. Wenn wir der fortschreitenden Entwicklung der Natur nachgehen, wie sie uns die Wissenschaft heute offenbart, so sehen wir, dass aus der Materie das Leben hervorgegangen sein soll und aus dem Leben die geistigen Fähigkeiten des Menschen. Die Materie trägt in ihrem inneren Wesen das Potenzial des Lebens und des Bewusstseins sowie der geistigen Fähigkeiten des Menschen und seiner Intelligenz. Das bedeutet, dass Leben und geistige Kräfte in der Materie involviert, eingehüllt vorhanden sind. Andernfalls könnte die Materie kein Leben hervorbringen und das Leben könnte in sich nicht die Fähigkeit der Intelligenz bergen. Auch von diesem Gesichtspunkt aus könnten wir beweisen, dass die Materie Träger von Bewusstsein und ihrerseits Selbstbewusstsein in seiner uranfänglichen Form ist. Jedoch in dem begrenzten Rahmen, der uns hier zur Verfügung steht, wird es uns nicht möglich sein, einen genauen Überblick über das Gebiet der zeitgenössischen Wissenschaft zu geben. Wir werden uns also mit einigen kurzen Bemerkungen über Wissenschaft begnügen, während wir uns auf die 6 Schritte zur Gotterfahrung konzentrieren. Der erste Schritt, die Entwicklung unserer Intelligenz. Wir beginnen mit dem ersten Schritt zur Gotterfahrung, der aus mentalen Disziplinen besteht. Es handelt sich um eine mentale, gedankliche Vorbereitung. Der geistige Mensch ist nicht so emotionell, nicht so gefühlsbetont, wie Kritiker sich dies gemeinhin vorstellen. Auf dem Gebiet der geistigen Entwicklung steht er auf einer höheren Stufe. Er hat einen übergeordneten Platz inne. Es handelt sich um Menschen mit entwickelten geistigen Fähigkeiten, weitherzigen Ansichten und einem stärker sublimierten Wesen. Die erste Ausrüstung für Gotterfahrung besteht also in der Aneignung richtigen Wissens. Wir müssen unsere geistigen Fähigkeiten entwickeln und uns intellektuell lebendig und reaktionsfähig erhalten. Allein die rationale wissenschaftliche Annäherung an Gott und die Gotterfahrung stimmen mit dem Geist des Zeitalters, in dem wir leben, überein. Wenn unsere Vernunft entwickelt ist, werden wir verstehen, dass Gott nicht nur das fundamentale, grundlegende Prinzip bildet, das in der Natur aktiv wirksam ist, auf einem Gebiet, das eigentlich Forschungsgebiet der modernen Wissenschaft ist, sondern dass dieses selbe Prinzip auch der Urgrund unseres Wesens, das Fundament unseres Bewusstseins und die Basis aller bewussten Tätigkeit ist. Es geht darum, die Kräfte der Vernunft zu entwickeln. Denn es waren diese entwickelten Vernunftkräfte, die vielen der alten indischen Philosophen, Mystiker und Weisen dazu verhalfen, die Theorie der Relativität mit all ihren Konsequenzen ins Auge zu fassen und uns ein Erbe zu hinterlassen, welches nicht nur durch die gegenwärtigen Forschungsergebnisse der Teilchenphysik bestätigt wird, sondern das sogar künftige Entwicklungen voraussieht und formuliert. Der heutige Zugang zur Gotterfahrung sollte daher entsprechend dem Geist unseres Zeitalters rationaler und wissenschaftlicher Natur sein. Und das ist nur möglich, wenn wir unseren Wissenshorizont erweitern. Wir müssen die Kräfte unseres Denkens entwickeln, unsere Intelligenz auf dem Weg des Fragens und Forschens anfeuern und die Kräfte unserer Urteilskraft in Tätigkeit versetzen. Wir sollten unsere geistigen Fähigkeiten zu einer Flamme entfachen, die die Wahrheit der physischen Natur, des menschlichen Geistes und des Bewusstseins erhält. Auf allen Gebieten des modernen Forschens, Denkens und Wirkens gilt es, Kenntnisse zu erwerben. Wir sollten über die Entwicklung in den Naturwissenschaften orientiert sein, auf den Gebieten der Psychologie, Chemie und Biologie
und im Bereich der Philosophie, der Literatur, der Kultur und der Künste. Wir müssen unsere Intelligenz bereichern und unser Gemüt mit dem Licht des Wissens erfüllen. Denn wir brauchen eine Grundlage, um die höheren Dimensionen, Wahrheiten und Ziele der Wirklichkeit der Existenz zu begreifen. Wachstum an Kenntnissen, Entwicklung der Intelligenz, ständiges ruheloses Streben, um tiefere Einsicht zu gewinnen, würden uns befähigen, die Grenzen des Lebens zu sehen und zugleich die Möglichkeiten des Bewusstseins zu erkennen und anzuerkennen, die das Leben in sich birgt. Falsche Tendenzen, falsche Ansichten, eine falsche Annäherung an das Leben, falsche Begriffe in Bezug auf die eigentliche Bedeutung der menschlichen Existenz und die Unempfänglichkeit für geistige Wahrheiten wären unmöglich, wenn wir unser Wissen vertieften. Menschen, die über großes Wissen verfügen, zeichnen sich durch große Demut aus. Sie sind demütig angesichts der Natur und haben ein unmittelbares Empfinden für die göttliche Gegenwart und Wirklichkeit. Größte Naturwissenschaftler wie Johannes Kepler, Newton, Laplace, Einstein, Steinmetz, Sir Arthur Eddington, Sir James Jeans, Sir Oliver Lodge und andere hatten eine wesentlich religiöse Grundeinstellung, obschon einige von ihnen in einem frühen Stadium ihres Lebens auch ausgesprochen atheistisch gewesen sein mögen. Einstein offenbarte sich in seinen späteren Jahren als religiöser Mensch. Aus welchem Grund? Aufgrund der von ihm erworbenen Kenntnisse und Einsichten. Er erkannte im späteren Alter, dass seine intellektuellen Hilfsquellen nicht imstande waren, die Wunder des Raumzeituniversums zu erklären. Unter dem Druck seiner wachsenden Einblicke in das kosmische Geschehen bezeugte er die Tatsache, dass die religiöse Empfindung, das religiöse Gefühl, das erhabenste Gefühl sei. Und er hinterlässt uns das Zeugnis seiner eigenen Wahrnehmung, der göttlichen Intelligenz als des ordnenden, regierenden Prinzips des Universums. Lincoln Barnett, der einen glänzenden Bericht über Einsteins revolutionäre Theorien von Zeit und Raum, Masse, Energie und Schwerkraft verfasst hat, und Einsteins Werk, mit dem von Wissenschaftlern wie Newton, Planck, Lemaître und anderen in Verbindung bringt, sagt in seinem vielgelesenen Buch »The Universe and Dr. Einstein«: Die Kosmologen schweigen meistens über die Frage nach dem letzten Ursprung und überlassen diesen Sachverhalt den Philosophen und der Theologie. Aber nur die reinsten Empiriker unter den modernen Wissenschaftlern kehren dem Mysterium, das der physischen Wirklichkeit zugrunde liegt, den Rücken. Einstein, dessen wissenschaftliche Philosophie zuweilen als materialistisch beurteilt wurde, sagte einmal: Das tiefste und erhabenste Gefühl, dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen. Aus ihm allein keimt wahre Wissenschaft. Wem dieses Gefühl fremd ist, wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, der ist seelisch bereits tot. Das Wissen darum, dass das Unerforschliche wirklich existiert und dass es sich als höchste Wahrheit und strahlendste Schönheit offenbart, von denen wir nur eine dumpfe Ahnung haben können, dieses Wissen und diese Ahnung sind der Kern aller wahren Religiosität. Und bei einer anderen Gelegenheit erklärte er: Die kosmische religiöse Erfahrung ist die stärkste und edelste Haupttriebfeder der wissenschaftlichen Forschung. Die meisten Wissenschaftler sind, wenn wir sie auf die Geheimnisse des Universums, auf dessen weitreichende Kräfte und dessen Ursprung sowie auf die universelle Vernunft und Harmonie hinweisen, geneigt, das Wort Gott zu umgehen. Einstein hingegen, den man einen Atheisten genannt hat, besaß keine solchen Hemmungen. Er sagte: Meine Religion besteht in der demütigen Anbetung eines unendlichen geistigen Wesens höherer Art, das sich selbst in den kleinsten Einzelheiten kundgibt, die wir mit unseren schwachen und unzulänglichen Sinnen wahrzunehmen vermögen.
Diese tiefe gefühlsmäßige Überzeugung von der Gegenwart einer höheren Denkkraft, die sich im unerforschlichen Weltall manifestiert, bildet den Inhalt meiner Gottesvorstellung. Steinmetz, der große Zauberer auf dem Gebiet der Elektrizität, dem wir mehr als 300 Erfindungen verdanken, hat vor etwa 60 Jahren erklärt, dass nach 50 Jahren die Wissenschaft in der Lage sein würde, mit den Gesetzen des Geistes und der Liebe zu experimentieren. Wenn wir der Entwicklung, dem Wachstum der Seelenkräfte bei den großen Wissenschaftlern nachgehen, entdecken wir, dass diese Menschen immer empfindsamer für die göttliche Gegenwart in der Natur wurden, und zwar in dem Maß, als sie älter wurden und ihnen eine lange Reihe von Jahren zum Erwerb größeren Wissens und neuer Dimensionen des Empfindungsvermögens zur Verfügung gestanden hatten. Es zeugt von wenig Kenntnis und Erfahrung, wenn wir Unglauben bezüglich der Existenz Gottes vertreten zu können glauben. Größeres, umfassenderes Wissen ermächtigt den Menschen, die Schleier der Natur zu zerreißen und die Gegenwart und Wirklichkeit der Gottheit wenigstens zu erahnen. Wichtig und interessant ist, was in diesem Zusammenhang einer der größten englischen Staatsmänner, der Philosoph und wissenschaftliche Schriftsteller, der Gründer der Empirik, Francis Bacon, zu sagen hatte. Ein wenig Philosophie, entfernt von der Religion, viel Philosophie führt zu ihr zurück. Es glaubt ja niemand, dass es keinen Gott gibt, außer demjenigen, der es wünscht, dass kein Gott wäre. Die Gottesleugner ziehen den Adel und die Würde des menschlichen Geschlechts in den Staub. Denn es ist gewiss, dass der Mensch seinem Körper nach mit dem Tier verwandt ist. Wenn er also nicht seiner Seele nach in Verwandtschaft mit Gott tritt, so ist er gänzlich ohne höheren Wert und ein niedriges Geschöpf. Nikolaus Kopernikus, der Gründer der modernen Astronomie, erhebt die rhetorische Frage: Wer sollte nicht, wenn er bei der mit göttlicher Weisheit geleiteten herrlichen Anordnung des Weltgebäudes sinnend verweilt, durch stete Betrachtung davon und sozusagen durch den vertrauten Umgang damit zum Höchsten angetrieben und zur Bewunderung des allwirkenden Baumeisters der Welt geführt werden, in dem die höchste Glückseligkeit ist? Gott hinterlässt den Eindruck seiner Gegenwart in der menschlichen Seele nicht nur durch die Macht der göttlichen Liebe, deren der Mensch fähig ist, nicht nur durch das philosophische und geistige Empfindungsvermögen, das er gewinnt, nicht nur durch den Glauben seines Herzens, sondern ebenso durch die Funktion einer gut entwickelten Vernunft. Der erste Schritt auf dem Weg zur Gotterfahrung ist deshalb die Auswertung des Wissens, die Entwicklung der Urteilskraft, des Nachdenkens, des Gedankens. Während wir mehr Wissen erwerben und in dem Maß, wie wir anfangen, das Wesen des Lebens und der geistigen Fähigkeiten zu erfassen und den Schritten höherer Erkenntnisse zu folgen, wird das Wesen Gottes und seine Gegenwart uns mehr und mehr verstandesmäßig und wissenschaftlich zugänglich werden. Der zweite Schritt, die moralische Entwicklung. Der zweite Schritt liegt im Bereich moralischer Disziplin. Die moralische Entwicklung ist die Voraussetzung für die geistige Entfaltung. Ein unreines Herz, ein dunkles Gemüt, ein Gemüt, das versklavt und gefangen ist von dem Wirken und der Befriedigung der Sinne, ist unfähig, auf höhere Wahrheiten zu reagieren. Die Entwicklung der Liebe, das Wachstum in der Güte, eine größere gefühlsmäßige Entwicklung, die auf höhere Einflüsse reagiert, die Verfeinerung und Umwandlung unseres emotionalen Wesens, die Unterwerfung des Herzens unter große, hohe Ziele, die Empfänglichkeit für göttliche Regungen, die Hingabe an seine Liebe, die nicht auf uns selbst und unsere Nächsten begrenzt ist. All das ist wesentlich.
Deshalb legt jede große Weltreligion Nachdruck auf ethische Vollkommenheit. Je reiner der Mensch in seinem Wesen ist, desto empfänglicher ist er für die höhere Wahrheit der Existenz. Desto fähiger, ausgerüsteter und bereiter wird er für die Erfahrung Gottes. Wir müssen alle dunklen Kräfte, alle negativen Regungen, alle schlechten Eigenschaften aus unserem Wesen, aus unserer Natur entfernen. Wir müssen an moralischen Vorzügen wachsen. Eine weitere Vorbereitung für die Gotteserfahrung ist deshalb größere moralische Reinheit und größere moralische Entwicklung. Der Sinn für Gerechtigkeit, der Geist des Opferns, der Selbstlosigkeit und der Liebe zur Wahrheit und zu allem Guten sollte unser ganzes Wesen erleuchten. Wir müssen imstande sein, alle negativen Züge und Tendenzen auszuscheiden und uns durch Liebe, Weisheit und Güte führen zu lassen. Der erste Schritt besteht, wie wir gesehen haben, in der Entwicklung unserer geistigen Kräfte, sodass wir fähig sind, die neuesten Ansichten und Errungenschaften auf dem Gebiet der modernen Wissenschaft und des allgemeinen Wissens uns zu eigen zu machen. Hier geht es darum, unsere geistigen Fähigkeiten zu schulen und uns Wahrheiten zuzuführen. Doch nicht nur Wahrheiten naturwissenschaftlicher oder geisteswissenschaftlicher Art. Wir müssen ebenso die Wahrheit kennenlernen, die uns von den großen Gelehrten und Dichtern der unsterblichen klassischen Literatur geschenkt wurde. Wir sollten gebildete, kultivierte Menschen werden und fähig, zumindest in gewissem Maß, die Musik eines Johann Sebastian Bach oder eines Ludwig van Beethoven zu würdigen, bis zu einem gewissen Grad die Dramen Shakespeares oder Goethes zu schätzen, wie auch die geistigen Wahrheiten zu erfassen, wie ein Jakob Böhme oder Plotin sie vermitteln. Der zweite Schritt bezieht sich also, wie erwähnt, auf moralische Entwicklung. Wenn wir auch nicht die ganze Güte, moralische Reinheit und sittliche Größe erreichen, wie wir sie in den ganz großen Persönlichkeiten bewundern, so können wir zumindest danach streben und Menschen ähnlich zu werden trachten, die wie ein Albert Schweitzer ihr Leben dem Dienst der Menschheit weiten. Güte braucht sich indessen nicht in jedem Fall im Menschheitsdienst im Großen zeigen. Sie kann sich auch in der Umgebung, in der wir uns gerade befinden, in der Familie und sozialen Umwelt zum Ausdruck bringen. Der dritte Schritt, die Disziplin des inneren Bewusstseins. Gehen wir zum dritten Schritt über. Er besteht darin, dass wir die Disziplin des inneren Bewusstseins auf uns nehmen, also die psychische Entwicklung fördern lernen. Wir müssen tiefere Kenntnis in Bezug auf die Kräfte und das Wesen des Unterbewusstseins erwerben. Es geht darum, das Wesen und Wirken dieses unterbewussten Wesens in uns zu verstehen. Das geschieht durch spezielle innere Schulung. Wir sollten aber nicht nur die unterbewussten Regionen in den Griff bekommen, sondern auch deren Energien umwandeln lernen. Wir können dann sogar bewusst das Wesen unserer Träume lenken. Wenn wir während der Stunden, in denen wir wach sind, unsere Intelligenz Aufgaben zuteilen, die eines menschlichen Wesens wirklich würdig sind, wenn wir uns nicht gehen lassen, sondern Tätigkeiten übernehmen, die kultivierend, erzieherisch wirken, wenn wir mit Gedanken leben, die uns inspirieren und erheben, in Gedanken und Gefühlen leben, die unser Wesen verfeinern und läutern, emporheben, können wir sicher sein, dass wir nur noch schöne Träume haben. Ja, Träume, die ihrerseits inspirierend und erzieherisch wirken. Es ist uns also durchaus möglich, auch den Charakter der Träume, die wir haben, selbst zu bestimmen. Während des bewussten Lebens, im Wachzustand, müssen wir aufmerksam alle jene Kräfte ausschalten, die in unserem inneren Wesen Disharmonie und Unordnung stiften. Jene Kräfte indessen anziehen und uns zu eigen machen, die unsere innere Natur bereichern. Das Unterbewusstsein und das Unbewusste in uns kann verändert und umgewandelt werden. Allerdings sind dazu jahrelange Disziplinen erforderlich.
die Beherrschung der nach außen schweifenden Tendenzen unseres Gemüts und unserer niederen Wünsche und Triebe ist dabei wesentlich. Mit höheren Gedanken und edleren Gefühlen zu leben, ist von großem Wert dabei. In die psychische Disziplin können auch Übungen zur Konzentration mit einbezogen werden. Auch diese werden ihren Einfluss auf das innere psychische Leben nicht verfehlen und erwecken die psychischen Kräfte in uns. Solche Übungen sind höchst wirksam, und zwar nicht nur zur Umwandlung der dunklen Kräfte in den unbewussten Regionen, sondern auch für die Entfaltung der höheren psychischen Kräfte. Im Zusammenhang mit den Schulungsmethoden, die vor allem dazu bestimmt sind, das psychische Leben in uns zu erwecken, gibt es auch spezielle mystische Worte und Laute, die dabei Verwendung finden. Es bedeutet Mangel an Wissen und Erkenntnis, wenn wir Übungen mit mystischen Worten und Lauten als abergläubisch von uns weisen. Jeder spezielle Laut hat seine eigene, definitive, spezifische Kraft. Heute behauptet sogar die Wissenschaft, dass man durch die Kraft von Ton- und Lautschwingungen ein verschmutztes Seidentuch weit wirksamer reinigen kann, als wenn man es mit Waschmitteln behandelt. Eine solche Tatsache sollte schon erahnen lassen, welche Kräfte im Ton stecken. Diese Kräfte können ebenso für unsere innere psychische Entwicklung angewandt werden. Wohlgemerkt gibt es außer den Konzentrationsübungen und solchen mit mystischen Silben und Tönen auch noch eine weitere Anzahl von Disziplinen, die dem Wachstum und der Entwicklung des psychischen Wesens dienen können. Der vierte Schritt, die höhere geistige Disziplin von Glaube und Liebe. Der vierte Schritt besteht aus höheren geistigen Disziplinen. Diese umfassen ein weites Gebiet. Wir haben die Disziplinen des Glaubens, der nicht blind, sondern auf Wissen gegründet ist, und in uns als Folge der Entfaltung unseres Wissens und unserer moralischen Reinheit wächst. Ein Glaube, der überzeugt ist von der großen Wahrheit, dass die gesamte Natur durch und durch von der Gegenwart und Macht der Gottheit beseelt, ja durchglüht ist. Ein Glaube, der weiß, dass Gott hier und jetzt anwesend ist, dass er alldurchdringend, allsehend, allwissend ist und uns immer als eine Macht entgegenkommt, die über allen Mächten steht. Ein solcher Glaube schenkt uns das Wissen, dass dies die Macht ist, welche die Grundlage aller anderen Mächte ist. Eine Macht, die außerdem ein unbegrenztes, absolutes Bewusstsein und die Basis jeder bewussten Manifestation ist. Wer einen solchen Glauben hat, der weiß, dass Gott das Bewusstsein seines Bewusstseins, die Seele seiner Seele, das Licht hinter aller Intelligenz ist. Dieser Glaube, diese Überzeugung im Herzen des Menschen ist es, der bewirkt, dass man ständig beschützt ist durch die Allmacht. Man lebt im Wissen, von der Allwissenheit beobachtet und gesehen zu werden. Man weiß, dass man sein ganzes Sein und Bewusstsein, sein ganzes Leben innerhalb der Gottheit hat. Ein solcher Glaube, dessen Ausdruck und Wachstumsbemühung gehört zu den Disziplinen dieses vierten Schrittes. Der bloße Glaube allein aber ist nicht ausreichend. Es muss ein wachsendes Sich-Öffnen unseres ganzen inneren Wesens für die machtvolle Gegenwart Gottes, der unendlichen Gottheit, stattfinden. Denken wir daran, wie ein Beethoven sich für die ästhetische Erfahrung wunderbarer musikalischer Formen empfänglich machte. Oder denken wir an Raphael und Michelangelo, wie sie ihr künstlerisches Vermögen für die Wahrnehmung des Wesens und der Gestalten unsterblicher Schönheit auftaten. Genauso muss das innere Wesen und Herz des Suchers nach göttlicher Vollkommenheit für die Findung und Erfassung der Gegenwart, Schönheit und Macht der Gottheit als einer lebendigen Erfahrung geöffnet sein. Das menschliche Individuum, das von Begrenzungen aller Art beeinträchtigt ist, muss sich empfänglich machen und für den Eindruck des Unendlichen, das Gott ist, öffnen. Eine rückhaltlose Hingabe an die Gottheit ist deshalb notwendig. Eine Hingabe, die ihren höchsten Ausdruck in Jesus findet.
in seiner Beziehung zu Gott als dem Vater, bei Paulus in seinem Verhältnis zu Christus, wie auch im Leben vieler berühmter, hochgeistiger Persönlichkeiten in den Religionen der Welt. Außer dieser Hingabe ans Göttliche, dem sich öffnen für das Göttliche, außer dem Niederreißen der Grenzen, die das Endliche vom Unendlichen trennen, sollten wir all die Hindernisse beseitigen, Barrieren zerstören, welche Gott daran hindern, in uns einzutreten. Die starke egozentrische Individualität, das eingefleischte Gefühl der Trennung zwischen uns und Gott, das starke Empfinden der eigenen abgetrennten Persönlichkeit, all das muss schließlich fallen. Das innere Wesen muss sich dem Einströmen des grenzenlosen göttlichen Bewusstseins aussetzen. Außer dem Glauben und der Selbsthingabe, außer der Empfänglichkeit gegenüber der göttlichen Gegenwart, steht die Disziplin der Liebe als eine der geistigen Disziplinen. Die Liebe zu Gott muss zu einer großen Leidenschaft in uns anwachsen, zu einer Gefühlsbewegung, die uns vollständig beherrscht, zu einer alles umwandelnden Macht. Es muss eine Liebe sein, die in sich selbst eine ungeheure Kraft bildet und die zugleich auch göttliche Anbetung ist. Diese Liebe ist die eine große Kraft im Menschenherzen, die menschliche Begrenzungen aufheben und die Menschenseele eins werden lassen kann mit dem Vater im Himmel, mit Gott, der unendlich ist. Gott ist keine Person, kann aber als eine Person erkennbar sein. Gott ist unpersönlich und transzendent und kann trotzdem erfahren werden. Die Liebe ist somit eigentlich die zentrale Disziplin unter allen geistigen Disziplinen.